Herzlich willkommen beim Faktenblitzlicht 182. Heute Donnerstag, den 18. Juli 2024. Es begrüßt euch alle wiederum ganz herzlich Franz Josef aus Graz. In der heutigen Sendung wollen wir uns damit beschäftigen, welche Auswirkungen der Mordanschlag auf Trump für uns Österreicher hat. Bevor wir aber zu diesem Thema kommen, wie jetzt seit den letzten Sendungen zuerst das für uns Österreicher am wichtigsten, nämlich unsere Beteiligung an der Herstellung der direkten Demokratie hier in Österreich. Und diese Herstellung der direkten Demokratie und die direkte Demokratie braucht Bürgerbeteiligung. Die direkte Demokratie wird nicht von den Parteilobbyisten verordnet werden. Die arbeiten für die Konzerne und die arbeiten für eine Konzerndemokratur. Gut, es geht also darum, dass wir als Wähler oder Nichtwähler, als Wähler geben wir alle 4 Jahre unsere Stimme ab, aber das heißt nicht, dass wir dann schweigen müssen. Wir können im Zuge von verschiedenen, das schauen wir uns jetzt an, vor allem Internetpetitionen, unsere Stimme erheben und uns klar positionieren und bestimmte Sachen, nicht politische Richtungen, sondern konkrete einzelne Projekte unterstützen. Die rechtlich interessanteste Möglichkeit dazu bietet die Bürgerinitiativen-Webseite des österreichischen Parlaments. Hier kann man, das schreibt das Parlament, ohne dies selbst Bürgerinitiativen stärken. Und es gibt hier ja österreichisches Parlament Bürgerinitiativen stärken. Es gibt hier eine Liste von aktuellen Bürgerinitiativen. Ich selber habe 3 davon unterschrieben, wo ich die Sache verstehe, worum es geht und wo ich eine ganz klare Position einnehmen möchte, sowohl gegenüber der Öffentlichkeit als auch mir selbst intern gegenüber, auf welcher Seite ich stehe, wenn mir klar ist, auf welche Seite ich mich stellen soll. Und die heutige Bürgerinitiative, die ich unterschrieben habe, lautet für einen Waffenstillstand in Gaza im Sinne der Neutralität. So, wie ist es zu dieser Bürgerinitiative gekommen? Wir sehen hier, dass die Bürgerinitiative eingebracht worden ist von steht da irgendwo, von einem einzelnen Bürger, nämlich dem Herrn Langtaler Wilhelm. Das heißt, das kann jeder einzelne von uns machen. Und das Formale schaut folgendermaßen aus. Parlamentarische Bürgerinitiative für einen Waffenstillstand in Gaza im Sinne der Neutralität, siehe Beilage A. Und dieses Anliegen wurde bis zur Einbringung im Nationalrat von 1000 Bürgerinnen mit ihrer Unterschrift unterstützt und so weiter. Und in der Beilage A ist jetzt die Sache selbst erklärt, weil es geht um eine Sache, nicht um Politik. Der Nationalrat versucht zu beschließen, dass die österreichische Bundesregierung, noch einmal, der Nationalrat ist der Gesetzgeber und die Bundesregierung ist die Beamtenschaft. Und der Bundeskanzler ist der höchste Beamte. Und die nächsthöchsten Beamten sind die Minister, das sind Beamte. Das sind keine Gesetzgeber, die haben zu tun, was der Gesetzgeber sagt. Deshalb haben wir da in Österreich ein bisschen ein Problem, dass Minister Regierungsvorlagen und Gesetzesbeschlüsse einbringen können. Auf alle Fälle geht es um einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand in Palästina.
keine politische Unterstützung, keine politische Unterstützung für den Völkermord, den Israel an den Palästinensern begeht. Laut Lancet gibt es bereits dort 186.000 Opfer unter der Zivilbevölkerung. Damit ist der Völkermord ganz klar ersichtlich. Die verfassungswidrigen Beschränkungen der Meinungsfreiheit und des Demonstrationsrechts, die gegen die Solidarität mit dem palästinensischen Volk gerichtet sind, sofort aufzuheben. Also diese ganze Antisemitismus-Keule hilft in dem Fall nichts, weil da geht es nicht um Antisemitismus, sondern geht es um Beendigung eines Völkermords. Und der vierte Punkt ist interessant, jede militärische, polizeiliche sowie überwachungs- und kontrolltechnische Kooperation mit dem israelischen Kolonialismus sofort zu beenden. Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz hat eine Firma gegründet mit einem israelischen sogenannten Sicherheitsunternehmen, das das Internet überwacht. Das ist israelischer Internetkolonialismus. Das macht also für mich durchaus auch Sinn. Weitere Bürgerinitiativen, die ich unterschrieben habe, das war die Waffen nieder. Da geht es um NATO und den Ukraine-Konflikt zu beenden. Und Nein zum Pandemievertrag der WHO. Wir haben hier noch relativ wenig Unterschriften, aber sobald das erkannt wird, dass man hier mithelfen kann, die Politik in die richtige Richtung zu steuern, wird dieses Instrument der direkten Demokratie als wirksam erkannt werden. Und wenn hier nicht mehr 4.000 Unterschriften sind, sondern 40.000, 400.000 Unterschriften sind, dann kann das die politische Richtung in Österreich ändern, ohne dass es zu einem Bürgerkrieg kommt. Dann gibt es die Form von Petitionen. Das ist also noch nicht im Parlament, aber hier kann man sich klar positionieren, welches Informationsfeld, das man verstärken möchte mit seiner Energie und damit auch was tun. Und das ist die Seite bargeldverbot.info. Also kein Bargeldverbot, denn Bargeld ist gedruckte Freiheit. Hier kann man auch unterschreiben. Es gibt jede Menge sehr, sehr gute Informationen, warum das notwendig ist. Und insgesamt sind da, glaube ich, jetzt 44.000 Unterschriften drauf. Wenn das in die Millionen gehen anfängt, dann wird sich die Richtung der Politik ändern, weil direkt Demokraten ihre Stimme erhoben haben und nicht schweigen. Und eine internationale Petition ist die neue, es ist der Hope Accord. Hier geht es um die sofortige Einstellung der Produktion von mRNA-Spritzen. Unabhängige Untersuchung, was hier passiert ist und wer verantwortlich ist. Anerkennung und Unterstützung für alle Impfopfer. Und der Wiederherstellung der ethischen Prinzipien, die während der Covid-19-Zeit aufgegeben wurden. 44.700 Unterstützer bis jetzt, darunter 1.300 Ärzte, fast 4.000 Gesundheitsarbeiter, 1.500 Wissenschaftler, und 38.000 Betroffene oder Bürger, die sich Sorgen machen, kann man auch direkt unterschreiben. Damit kann man sich auch klar positionieren, dass man will, dass diese mRNA-Beschädigung der Menschheit endlich ihr Ende findet. So, und jetzt zum Trump-Attentat und seine Auswirkungen auf Österreich. Was wir inzwischen wissen, ist, dass FBI untersucht, ob es da Hintermänner gibt. Also FBI hat auch Kennedy untersucht. Da können wir davon ausgehen, dass da lange nichts rauskommt. Die Kennedy-Akten sind noch immer nicht freigegeben. Und jetzt Achtung für alle, die Interesse an dem Thema haben. Dadurch, dass es hier keine eindeutige Sachlage geben wird über lange Zeit,
ermöglicht genau dieser Umstand, alle möglichen sogenannten Theorien oder Verschwörungstheorien, auf alle Fälle Theorien, wer es gewesen sein könnte. Es ist schon alles im Umlauf. Es wird Zelensky beschuldigt, es wird Putin beschuldigt, es wird Xi beschuldigt, es wird gesagt, Trump hat selbst auf sich schießen lassen, es wird Biden beschuldigt, also es ist egal. Wir werden es nicht wissen. Das heißt, wann immer wir in diese Richtung mitlaufen und uns überlegen, wer denn da jetzt dahinter steht, das ist Ablenkung. Und wenn wir abgelenkt werden, folgt Folgendes daraus, dass wir Steuerzahler, die wir für die Freiheit Österreichs zuständig sind, für die Neutralität, für die Staatssouveränität, für die Bürgerrechte, für den Wohlstand, für die Volksgesundheit und so weiter, also für die österreichischen Belange zuständig sind, wir Steuerzahler nicht mehr uns darum Gedanken machen, wie wir Österreich reformieren, sondern auf einmal ist die Aufmerksamkeit gebunden auf dieses sensationell wichtige Ereignis, das es de facto gibt. Und dann werden viele versuchen, die Hintergründe herauszufinden. Und das ist die Ablenkung. Und diese Energie geht verloren, denn die Q-Fanatiker werden Stunden, Stunden und Tage damit verbringen, ihre Theorien zu entwickeln und nicht daran denken, dass es unsere Aufgabe ist, die österreichische Situation in unserem Sinne zu verbessern. Ich hoffe, ich habe das irgendwie ausdrücken können, dass es eine Frage ist, wohin richtet man seine Aufmerksamkeit? Und wenn wir unsere Aufmerksamkeit nicht auf eine Generalreform des österreichischen Staatswesens richten, dann wird weiterhin die Lobbypolitik, bezahlt von den internationalen Konzernen, uns ansagen, was wir zu tun haben, während wir analysieren, wer auf Trump geschossen haben könnte. Alles klar? Beziehungsweise, ob es da Hintermänner gibt, die den Schützen irgendwie beeinflusst oder beauftragt haben. So. Wir können uns aber an ein paar Fakten halten, die keiner bestreiten kann. Es sind die Bilder um die Welt gegangen, in einer massiven Wucht, wie ich es persönlich das letzte Mal bei 9/11 erlebt habe. Das heißt, es handelt sich hier um ein Manöver zur Steuerung der öffentlichen Meinung. Wer immer das veranlasst hat oder ob das ein reiner Zufall ist, es wurde zu einem Manöver zur Steuerung der öffentlichen Meinung, weil es global gegangen ist. Das Weitere, was man sicher sagen kann, ist, dass es Trump im Wahlkampf nutzt. Das zeigen die Umfragen jetzt schon. Und jetzt muss man Trumps Aufgabe verstehen. Nämlich die Aufgabe Trumps ist es, die USA in die globale neue Weltordnung einzuordnen. Das Ganze ist zu verstehen innerhalb der Ereignisse, die man am kürzesten beschreibt. Es gibt ein Ende der US-Alleinherrschaft über diese Welt. Und die großen Mächte wie China, Russland, Indien, Saudi-Arabien und so weiter, die sich jetzt vor allem in BRICS versammelt haben und in der Shanghai Cooperation Organization, die sind nicht mehr gewillt, sich alle ihre internen Angelegenheiten von den USA diktieren zu lassen. China zum Beispiel steht auf dem Standpunkt, dass es in der Entwicklung der neuen Weltordnung wesentlich weiter ist als die USA. Sie haben schon jedem ein Smartphone aufs Auge gedrückt oder in die Hand geklebt, sonst kommt er überhaupt nirgends mehr hin.
China hat das Social Credit System fertig und ist damit ein Vorreiter im Sinne der neuen Weltordnung und sagt, warum sollen wir uns von den USA irgendetwas ansagen lassen, wo wir jene sind, die den Weg vorbereiten. Das ist die grundsätzliche Position Chinas. Mit Russland schaut es so aus, dass es einen noch nicht beendeten Plan der US-Weltherrschaftler gibt, Russland in einzelne Teile zu zerschlagen, zu denuklearisieren, also ihnen die Atomwaffen zu nehmen und damit sie dann gratis an die Bodenschätze kommen und die einzige militärische Weltmacht bleiben. Diese Pläne sind öffentlich und noch nicht zurückgezogen worden. Das heißt, Russland hat eine Motivation, dass die US-Hegemonie beendet wird, um selbst überleben zu können, was Putin immer wieder sagt. Das stimmt also. Der US-Hegemon zerbricht gerade militärisch in der Ukraine die gesamte NATO. Russland produziert 10-mal so viel Granaten im Monat als die gesamte NATO. Die NATO hat am ukrainischen Schlachtfeld keine Chance, ist aber bereit, bis zum letzten Ukrainer zu kämpfen, weil die Amis haben ja gesagt, es ist so elegant, weil da sterben Ukrainer und keine Amerikaner und wir verdienen das Geld, weil unsere Waffenindustrie macht das Geschäft. Das wird jetzt noch ein bisschen dauern, bis es zur endgültigen Niederlage der Ukraine kommt und Russland diktiert, dass die Ukraine vermutlich neutral werden muss, damit hier Frieden einkehrt. Orban hat das erkannt und hat sich von seinem Engagement auf der NATO-Seite gegen Russland distanziert. Fico aus der Slowakei hat das gemacht, auf den haben sie auch schon geschossen. Und über diese neue patriotische Front im EU-Parlament werden wir sehen, was die bewirken können. Ich befürchte, dass die nicht viel bewirken können, weil die EU-Bonzen können nur US-amerikanisch denken. Die können nicht anders denken. Das ist in deren Weltbild nicht möglich. Die sind ausgebildet von den Bilderbergern und von den Lobbyisten. Das ist eine ganz klare US-Hegemonie, die die im Kopf haben. Also wird es an den einzelnen Nationalstaaten liegen, sich hier klar für eine Neutralitätszone innerhalb Europas zu positionieren. Wir sehen auch, dass Orban und Vucic von Serbien diese objektiv stattfindende Energieverschiebung bereits erkannt haben. Wo war Xi, wie er in Europa war? Mal beim World Economic Forum. Das heißt, er ist in Klaus Schwabs neue Weltordnung mit eingebunden. Wie gesagt, als der Wegbereiter für die volle digitale Überwachung inklusive Sozialkreditsystem. Aber er ist ja dann auch zum Orban nach Ungarn gefahren und er ist nach Serbien gefahren, weil die Ungarn und die Serben erkannt haben, dass sie sich bereits in dieser neuen Weltordnung zurechtfinden müssen, weil wenn der US-Hegemon zerbricht, hängen sie sonst vollkommen in der Luft. Es ist wichtig für Österreich zu erkennen, dass auch wir als Österreicher uns dieser globalen, international, objektiv laufenden Umstellung vom US-Hegemon auf die globale neue Weltordnung anpassen müssen. Und hier gibt es jetzt sehr wohl die Möglichkeit, Staatssouveränität zu zeigen, denn es ist für alle Beteiligten verständlich, dass eine neutrale Position zwischen dem Westen und Russland vor allem eine ideale Sicherheitslösung ist und sowohl die NATO als auch Russland verlangen Sicherheitslösungen und da ist eben zum Beispiel ein Visegrad-Format, das ja bereits existiert mit Polen,
Tschechien, Slowakei und Ungarn. Da kann man noch Österreich, Slowenien und die Schweiz anschließen. Dann haben wir bereits einen neutralen Sanitätskorridor, der diese Spannungen stark vermindern kann und schließlich zu einer endgültigen Lösung führen kann. Und der Neutralität für die Ukraine ist natürlich sowieso die beste Lösung, weil die muss wieder aufgebaut werden, hat selber alle Ressourcen dazu, das ist kein Problem. Aber es müssen die 15 Millionen Ukrainer, die im Ausland sind und nicht gegen die Russen kämpfen, auch irgendwie in die Ukraine mit einer positiven Aussicht zurückgebracht werden. Zusammenfassend und noch einmal, aus dem allen folgt wiederum, dass wir österreichischen Steuerzahler, wir wahlberechtigten Bio-Österreicher, wir sind dafür zuständig, dass die Generalreform in Österreich in Gang gesetzt wird und erfolgreich abgeschlossen wird, damit dann endlich unsere Neutralität, unsere Staatssouveränität, unsere Bürgerrechte und unser Wohlstand von uns gesichert werden. Das ist möglich, das ist machbar und es gibt ja viele einzelne Sprosse von der unteren Ebene, die bereits in diese Richtung arbeiten und die werden sich irgendwann einmal vereinigen und mit dieser gemeinsamen Kraft wird diese Generalreform in Österreich gelingen. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung und ich möchte gleich ankündigen, dass die Sendung 183 morgen kommt. Da geht es dann noch einmal um den Mordanschlag auf Trump als Manöver zur Steuerung der öffentlichen Meinung und wie dieses Propagandafeuerwerk jetzt funktioniert, weil auch in diesem brauchen wir als Österreicher, wie gesagt, als Steuerzahler, die wir für die Generalreform in Österreich deshalb zuständig sind, weil wir das alles bezahlen. Ja? Und wer zahlt, schafft an. Das ist unser Recht. Gut, aber sind wir am Ende der heutigen Sendung und wie immer wünsche ich uns allen bis zum nächsten Mal viel Glück, danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören, danke fürs Mitdenken und danke für neue Entscheidungen aufgrund neuer Erkenntnisse.